So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Ja, viel ist natürlich gegenüber der gestrigen Sendung nicht passiert. Was natürlich zu beachten ist, ist die Yellen-Rede gegen 17 Uhr. Und hier könnte man dann im DAX im Vorfeld eben eine Kauforder in diesem Bereich knapp unter 10.400 Punkten vielleicht direkt in den Markt legen und schauen, ob sie ausgeführt wird. Natürlich ist es jetzt hier so eine Sache mit dem Stopp. Wenn man sich hier im Tageschart an dem Rainbow in etwa orientiert, müsste er sich eben bei 10.150 liegen. Aber wenn wirklich Volatilität reinkommt, natürlich dann nicht direkt, sondern eher auf Tagesbasis. Dann, wenn es natürlich wirklich durchbricht, von dem ich aber nicht ausgehe, ja, ist natürlich dann mehr als 200 Punkte Risk oder 250 Punkte Risiko dabei. Deshalb eben nur für die Anleger, die direkt eben auch am Nachmittag noch am Rechner hocken. Oder sie senken so arg die Positionsgröße, wo sie halt auch dann einen größeren Verlust oder möglicherweise einen größeren Verlust von über 250 Punkten verkraften könnten. Sonst wäre hier wirklich eine markante Kaufzone. Bleibt weiterhin. Hier rückt jetzt sogar noch der EMA 38 nach. Und im Prinzip sollte hier nichts Großes passieren. Auch wenn jetzt hier im Schauen wir hier im S&P 500 Index, ja, hat hier eben knapp gestern die 2170 Punkte gerissen. Das Tagestief war dann ja 2169,40, also ganz knapp unterschritten. Und aktuell, ja, stehen wir 5-6 Punkte höher. Aber hier dürfte es womöglich eben der Anfang sein von einer Korrekturbewegung, um anschließend nochmal ein Hoch dann auszubilden. Würde also im Prinzip mit dem DAX übereinstimmen, dass dann anschließend noch was fehlt. Sonst kann ich im DAX im Moment nicht viel Neues sagen. Ja, ist einfach eine Korrekturbewegung. Und heute dürfte, ja, wenn es wirklich volatil geht, dann kann man auch im Prinzip keine Stop-Buy-Marken legen, weil dann kann man eben, gegebenenfalls kommt man dann auch unglücklich in den Markt rein und dann ist eben der Stop auch relativ weit weg. Also wer nicht an der Wenn ich jetzt hier 12 Stunden noch an der Börse hocken will, geht heute eher an dem schönen Tag ins Freibad. Also wegen DAX Trading. Sonst im WTI, wer hier das Kauflimit drin gelassen hat, liegt deutlich im Plus. Könnte aber trotzdem nochmals eine Abwärtsbewegung bzw. eben einen Rücklauf zur Kaufzone stattfinden. Hat sich jetzt hier vielleicht ein bisschen leichter nach oben geschoben. Nichtsdestotrotz kann hier eben nochmal, ja, ist knapp unter oder an die 46 US-Dollar-Marke gehen. Brent hat hier eben das Tief nicht vollzogen. Liegt hier auch ein Stück weiter oben. Allerdings genauso wie hier bei WTI kann es hier auch nochmal nach unten gehen. Also ein ganz klares Setup ist hier nicht vorhanden. Außer wenn es unten in die Kaufzone gehen sollte. Euro gegenüber japanischen Yen hat hier das Verkaufssignal nicht umgesetzt. Allerdings ging es jetzt auch nicht groß in die Gegenrichtung. Enge Handelsrange. Jetzt eher im Prinzip neutral, also es gibt interessantere Werte jetzt.
Davon gibt es eins, das man investiert und könnte dann die Position ausbauen. Es ist ja hier immer wieder am EMA 200 abgeprallt. Allerdings sollte es sich jetzt hier im Prinzip egal, fast ob man jetzt die Hochpunkte nimmt oder hier etwa das, sollte jetzt hier ein Stundenschlusskurs über dem EMA 200 stattfinden, dann sollte es wirklich recht dynamisch dieses ganze Gebilde hier nach oben auflösen und was wären es, ja, rund 100 Pips, 80, 90 Pips vielleicht direkt abarbeiten. Der Stopp hat hier noch gehalten, weil der Stopp wurde erst hier nachgezogen auf das Tief und bislang, ja, hier an dem letzten Verlaufstief ist es nicht unterschritten worden. Allerdings eben erst mit diesem Signal wäre für mich hier was Neues, aber dann auch sehr, ja, erfolgsversprechend was drin. Was haben wir sonst noch? Zu Silber kommen wir gleich. Hier Euro gegen kanadischen Dollar ist hier nichts dann gestartet. Wichtig ist hier, wie im Text geschrieben, diese Unterstützungszone. Im Pfund gegen neuseeländische Dollar gibt es auch keine Volatilität. Also es fehlt dann doch noch. Einzige, wo jetzt hier an dem Tag es steiler nach abwärts ging, war eben Gold und Silber. Hier kann sich jetzt eben schön stabilisieren und hier war eben der Vergleich bei Silber eben angedacht. Wenn hier Silber hat eine wichtige Unterstützungszone erreicht und kann eben dann steigen. Gold hätte hier deutlicheres Abwärtspotenzial noch, beziehungsweise eben auch hier nur noch ein Rücklauf bis 1312. Sollten wir jetzt wirklich das Tief gesehen haben, dürften viele Anleger eben hier beim Gold nicht dabei sein, dann kann das hier womöglich steiler und dynamisch nach oben wird es dann hier aufgelöst. Aber es ist eben alles abhängig von der Rede heute Nachmittag. Charttechnisch ist jetzt hier Silber eben schön, ja, exakt hier hingelaufen. Man hat ja das Kauflimit weiter hochgesetzt, um eben dabei zu sein und hier auf Schlusskursbasis. Hier kann es natürlich auch steilen Absacker geben, aber auf Tagesbasis, ja, gehe ich davon aus, dass sogar die 18,50 halt hält. Sonst dürfte ich jetzt jedes Setup besprochen haben, was noch aktuell ist. Ja, beim MDAX und SDAX gab es ja nichts Bestimmtes, direktes Short, das waren nur Szenarien. Okay, dann melde ich mich hiermit ab für die nächsten 4 Wochen. Christian Kämmerer wird mich jetzt hier vertreten und wird auch, denke ich mal, Live-Sendungen machen. Dann wünsche ich allen eine gute und erfolgreiche Zeit und bis, ja, Ende September. Tschüss.